klassische Erwähntrisch und sich selbst davon überzeugen. Und wir haben jetzt da beschlossen, dass wir nach der 50. Sendung eine kleine Autogrammstunde nach der Sendung abgeben werden. Das heißt, bis Viertelstunde nach Sendungsende werden Archibald und ich höchstpersönlich nach 5 Minuten Autogramme schreiben. Genau. Also lasst euch das nicht entgehen. So ist es. Wir werden extra Autogrammkarten dafür drucken. Auf Pappendöller. selbst gemalt. Ja, genau. Nachhören kann man diese Sendung und folgende und auch vergangene Sendungen wie immer auf www.ag-tor.org. Also wer vielleicht einen Teil von der Sendung verpasst hat, kann sich selbst nochmal davon überzeugen, was mir für Vollkuffern hat. Ja, genau, was ich noch ankündigen möchte in eigener Sache, und zwar im April wird die Sendung mit besonderen Bedürfnissen im Radio, im Roten Krebs auf Krebsen und auflegen. Also wer schon bei der letzten Blaukraut-Aufliegerei vor letzte Wochen dabei war, kann sich auch dabei davon überzeugen, dass wir eigentlich ganz lustige Sachen auflegen. Ja, die nächsten Spiele sind erst, das ist nächstes erst am 2. April. Das ist Länderspielpause. Ja. Schauen wir mal, ob wir gegen die Verrätsel wieder mal gescheit einfahren. Also. Die Zipfelmütze ist in Wien. Ja. Und das nächste Spiel von Blau-Weiß Linz ist am 2. April gegen SC Austria Luschinau. Und das nächste Auswärtsspiel dann ist am 5. April gegen St. Blöden. In St. Blöden. Wer weiß, vielleicht nehmen wir mal wieder unseren Rechtsanwalt mit. Und ja, genau. Ja. Es hat uns sehr gefreut. In diesem Sinne noch einen kleinen Demo-Aufruf. Und zwar wird es in Linz am Donnerstag, den 21.03., das ist übermorgen, eine Demo in Linz noch geben um 16 Uhr.